Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich habe zwar versucht, die Steuerung umzustellen, aber es gibt so viele fucking komische Steuerungselemente, dass es einfach unmöglich ist, irgendwas umzustellen. Bedeutet, die Steuerung muss so bleiben, wie sie ist. Und ich würde sagen, wir machen weiter Das mit der war's wohl. Story. Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Okay, dann bringen uns mal mit nach oben. Sivas Probleme sind hier. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Oh. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Ich fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Eins war das Hauptziel. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Wir sind besser. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ich hab schon eine neue. BNP kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senno hilft dir zu finden, was du brauchst. Senno? Senno lebt noch? Sieh mal einer an. Senno, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Oh. Solange ich hier keinen unterschießen muss. So, wir stehen erstmal voll auf dem Tisch. So eine Frage, komme ich wieder von dem Tisch hier runter oder was wird das jetzt hier? Hallo? Achso, ich werde gezwungen, jetzt hier was zu machen. Achso. Also okay, wir haben jetzt das falsche Orakel. Finde und töte Medunamu. Oder wie hieß er? Medun. Ja doch, ich hatte recht gehabt. Und aufrüsten, stelle ein Brustpanzer her. Wir haben noch die Hauptmission. Ach, das sind dann die Unterteilungen. Ziele. Die Schlange. Der Ibis. Den haben wir anscheinend schon getötet. Okay, so, in der Karte Quest Ausrüstung. Wo kommen wir denn dann hier zum, zur Rüstung normal? Weil ich sehe ja bisher ja nur Waffen. Oder sehe ich das falsch? Ich sehe, dass wir auch eine andere Montur nehmen können, deswegen wählen wir die auch gleich mal. Einfach nur, weil die ein bisschen cooler aussieht. Ne, danke. So, Fähigkeiten haben wir natürlich schon ein paar mehr, allein durch das Kampfes regenerieren, das ist natürlich toll, meditieren. Was brauchen wir denn das, ist die Frage. Und hier drüben haben wir Kopfschuss-EP. Das ist natürlich, das bringt natürlich plus was, wenn wir Jagdinstinkt. Luftangriff. Drauf hätte ich Lust. Okay, dann machen wir das. Machen den Luftangriff. Dann haben wir noch zwei. Parieren ist auch nicht schlecht. Das brauchen wir jetzt nicht. Waffenträger. Zwei Nahkampfwaffen brauche ich noch nicht. Was haben wir noch? Am besten hier sowas. Oder. Ja, nimm mal sowas. EP verdienen ist immer gut.
Und was haben wir im Inventar? Wir haben das Questgegenstand, wir haben Plunder. Was können wir mit Plunder machen? Den können wir dann anscheinend verkaufen. Wir haben Pfeile. Wir haben aus Ressourcen. Das verstehen wir noch nicht, wie wir hier. Legende. Okay, das sind dann plus Fähigkeiten. Wir haben einen neuen Schild. Das ist auch toll. Aber wo kann man denn. Es hieß, wir sollen uns einen Brustpanzer. Oh, hier gibt es einen Shop. Ach so. In den Shop muss ich nicht. Ja, okay. Quest nachzuverfolgen. Okay, so. Das auf jeden Fall. Ich brauche Leder. Was sollst du sagen? So, erstmal hier interagieren. Wir haben mit zwei Missionen. Die nehmen einfach alle an, weil. Die Quelle in der Amanai-Höhle. Ich kenne sie. Ich sehe mal nach. So, also müssen wir. Ja, was ist das denn für ein Symbol? Er würde nicht aufgeben. Ich muss erstmal gucken, was wir jetzt hier haben. Wir haben hier Schnellreisepunkt. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ein Eisenschmied. Das Eisenschmieden. Eine Statuestelle. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Wir können uns auf der Karte bewegen, wie wir, wenn wir laufen. Die Heilerin. Wir wollten jagen. Brauchst du weiches Leder? Du findest es bei bestimmten Tieren. Bedeutet, ich müsste wissen, wo bestimmte Tiere leben. Erstmal die Map angucken. Okay, die Map ist riesig. Das gefällt mir schon mal sehr. Also so viel Wüste bedeutet, es werden wahrscheinlich große Gebiete sein, wo wir nichts finden. Ich frage mich, obwohl wir können ja eigentlich das hier mal machen. Das Eisen schmieden. Weil sonst müsste ich jetzt. Obwohl, wir haben ja den Adler. So. Oh. Bürger von Siva! Seht, was aus jenen wird, die mir. Ah, wir können also auch über die Entfernung. Wird das Eisen transportiert? Da hinten. Dann. Ups. Laufen wir da hin und holen uns das Leder. Ach nee, Y. Bei den Göttern Amun und Isis. Bayek ist zurück in Siva. Da könnte ich schneller rennen. Aber wir haben das Ding. Ah, unser DLC fährt. Ich frage mich echt nicht, ob die Objekte schneller werden können oder ob ich irgendwie schneller werden kann. Schon ist mir alles ein bisschen sehr langsam. Okay, wir brauchen noch 5 weiches Leder. Hier soll anscheinend was sein. Wo ist es denn? Da. Wurde so sehr ungewohnt. Das zum Beispiel. Das reicht schon. Dank Neid, Göttin der Jagd. Ja, irgendwie reicht mir das noch nicht. Oh fuck. Ach du Scheiße. Oh. Okay. Wir haben wenigstens ein was. Huch. Was ist unser Adler? Whoa. Okay. Würde ich mal sagen, lass ich das mal lieber sein. So. Okay, mit der Steuerung ist natürlich auch wieder verwirrend durch Schatten des Krieges. Und wir sollen hier drauf gehen oder was sollen wir jetzt machen? Herstellen. Ah, hier sind dann die Ausrüstungsgegenstände. Und dann können wir die jeweils aufwerten. Sehen wir die auch? Okay, das bringt uns Gesundheit auf, schien mal uns mehr Schaden und das können wir noch nicht bauen. Okay, bedeutet, wir bräuchten Holz. Das wird perfekt passen. Quest abgeschlossen. Okay. Wir nähern uns Stufe 3. Ach, Alter. Das ist so verwirrend. So, was haben wir noch? Wir haben Familienzusammenführung. Finde und rette Teremun und die anderen Bauern. Ab Level 2, Level 3 und Level 5. Da machen wir am besten, dass wir Level 2 erstmal, ja. So, wo müssen wir hin? Finde ein Ziel. Ach so, dann will ich was Gemeintes. Gut. Oh.
Okay, ich gebe auf. Ich bin kein Jäger. Guck mal an. Kann ich eigentlich mal killen? Aus Spaß. Komm ja. Habe ich eine verfluchte Waffe oder sowas ähnliches? Was ist das bei Gott, ey? Ich muss eine verfluchte oder eine... Keine Ahnung. Ich brenne sie ja quasi. Okay. Reite ich jetzt hier durch? Das ist einfach mal... Obwohl, ich könnte auch das Sperrgebiet aufräumen. Ich frage mich, ob es hier irgendwo gab es hier irgendwo den Turm. Gibt es hier einen Turm? Beziehungsweise wahrscheinlich muss ich erst den Turm, also überhaupt lernen, wo ein Turm ist oder sowas. Haben wir ein Versteck? Okay. Wir reiten einfach hier durch. Das ist ganz ehrlich, einfach durch da. Lass mich in Ruhe. So, lebensmäßig lädt sich das auf, oder nicht? Gib mir einen Grund, dich aufzuknüpfen! Irgendeinen! C ist ducken. Kann ich ihn noch machen? Oh. Tja. Shit happens. War ich nicht. Weiter. Okay, aber es ist immer noch komplett. Wenn man es gewöhnt ist, zum Beispiel von Schatten des Krieges so schnell zu sein und sowas. Und schnell von A nach B zu kommen, ist das hier. Okay, wir suchen mal. Da ist irgendwas da oben. Verteidigt, verteidigt, okay. I. Und namens hier. Okay. Na dann, wenn wir das Ziel lokalisiert haben, gehen wir mal raus aus ihm. Und dann gucken wir, wie wir mal reinkommen. Aber ich finde, das ist echt. Boah. Sau langsam. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache oder so. Ich empfinde es als das jetzt neuen Ort entdeckt. Tempel von Amun. Hey, was? Hier war keiner. Du hast nichts gesehen. Na, Martin. Wer bist du? Das wäre schlecht. Deine Waffen bereit, klar? Komm her. Was? Putz. So, ausgeschaltet. Das muss ich ihn tragen. Kann ich ihn tragen? Nee. Okay. Drüben sind die gefangen. Dazu. Ich könnte jetzt einfach sofort rauslassen, wa? So. Lasst uns raus! Was ist mit dir? Geh! Schnell! Wo ist Theremun? Ah, bei Amun. Er lag seinen Wunden. Okay, wo Familie ist sein Hof? Wird ihn anständig begraben wollen. Ich fällt überhaupt nicht auf. Ein Typ, der einen Typ trägt, der durchs Gras marschiert. Na gut. War ein bisschen schneller, ja. Kann ich ihn auch mit dem Pferd transportieren? Zack.
Komm mit. Ich bring dich nach Hause. Okay, es scheint mir so, als müsste ich ihn komplett den Weg tragen. Obwohl. Was? Okay. Pferd! Nein, nicht ablegen, mitnehmen. Können die nicht das Pferd legen oder so was ähnliches? Ja, guck mal. Ach du Scheiße. Hopp! Und da fällt die Leiche nicht runter. Die einfach so drauf, na egal. Ich sollte froh sein, dass sie nicht runterfällt. Mit drüben haben wir ein Fragezeichen. Könnte ich eigentlich demnächst, vielleicht nachdem ich die Person abgeliefert habe, den Toten, könnten wir vielleicht mal gucken, was ist das? Wird sicher irgendwie das. Ne, es ist weit weg. Hat nichts mit dem Boot zu tun. Ich muss ja noch eine Weile reiten. So, hier lang, da lang und 50 Meter noch, dann sind wir da. Ups. Hüpf hoch, komm, fährt. Bayek, wie schön. Ups. Entschuldigung. Da hab ich damit gebracht. Du hast sie nur wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Sie ist ein zähes altes Mädchen. Ach so, ich habe es in der Antrieb gemacht. Ach du Scheiße. Bayek. Hepzifer sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein Karl gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Geht der hinter mir? Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Perank in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Yamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt, und stehlen die Waren. Also versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Die Arznei könnte hier überall sein. Ich bin falsch geritten. Also scheint mir, bin ich zu... Ups, Entschuldigung. Ich bin falsch geritten. Ah, fuck. Was haben sie mit Theremons Hof gemacht? Ich habe ihren... Ich bringe traurige Kunde. Wo ist Issa? Sie liegt hier. Mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Die ganze Familie? Leider. Auch Theremun scheint den Preis für seinen Leichtsinn bezahlt zu haben. Ich habe ihn gewarnt, dass Aufsässigkeit nur Qual und Leid über ihn bringen würde. Was ist passiert? Sie haben die Soldaten kommen sehen und sich im Keller versteckt. Aber die Soldaten brannten das Haus nieder, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Tut mir leid. Leg die Leiche hier ab. So können sie gemeinsam in die Duat reisen. So viel Tod in der Oase. Wir können sie nicht mal anständig begraben. Es ist nicht deine Aufsässigkeit, die dich getötet hat, Zeni. Es war Ptolemäus' krankes Regime. Er ist ein schlechter Pharao. Das stimmt. So, hier hinten ins Zelt. Ach, hier liegen... Liegen aber drei Leute, als hat er zwei Kinder gehabt. Möchtest du Frieden? So. Er wird mehr finden, als er hier hatte. Stufenaufstieg, Level 3, ein Fähigkeitspunkt. Dann gehen wir schnell wieder hier rein. So, Fähigkeiten, dann haben wir einen Pfeilsammler, Jagdinstinkt. Ah, wir sind im Bewegungspfad von den Leuten. Das finde ich bisher noch nicht wirklich wichtig. Ja, nur bisher. Ich weiß ja nicht, was das heißt. Meditieren. Ach so, sowas in der Art. Wir haben Entführen, Waffenträger, zwei Waffen. Ich würde das mit dem schweren Angriff machen. Jetzt haben wir Adler an. Ach, jetzt können wir dem Adler angreifen. Gut. Ach, und hier können wir synchronisieren. Also da können wir, das ist unser typisches, wir gehen hoch und gucken uns die ganze Gegend an. Ja, dann würde ich sagen, wo ist es? Das war hier hinten. Können wir synchronisieren. Auf dem Weg könnten wir eigentlich noch
Was kann man da irgendwas mitnehmen? Eine Quest oder so? Ja, nee. Finde deine Mauer! Tu mal einfach, hör mal, wie bildet. Das sind jetzt. Gegen parieren, ich hab's vergessen. Holt sie runter. So. Und zieh da nicht an. Boah. Verschaffst du mehr Zeit? Ich muss weiter. Was macht die denn jetzt hier? Wie komm ich bin ich bitte in den Kampf gerade? Verschafft mir mehr Zeit. Ich muss weiter. Ich reiße die Eingeweide raus. Halt rum, Mann. So. Zack. So. Sollen wir die jetzt von mir wollten? Ich weiß es nicht. Boah. Sieht nicht so praktisch gut aus. Kannst du die Listen töten? Ups. Es tut mir leid. Dann würde ich sagen, ne? Beenden wir erstmal hier die Folge von Assassin's Creed Origins. Als nächstes geht's hinter und wir können dieses Gebiet synchronisieren und gucken, was hier noch alles existiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.